Ja, wie gesagt, noch ein paar Minuten, bis die Bahn fährt oder die, genau, bis die Polizei die Bahn stoppt für unsere Knecht. Ja, wie gesagt, es dauert noch ein paar Minuten, bis die Polizei die Bahn stoppt, um der Sozialdemokratie die Straße frei zu machen. Und ja, wie gesagt, wir haben ja hier auch so ein paar Gestalten rumstehen. Leute, die sich nicht an den Dresscode gehalten haben. Leute, die mit so einem antikapitalistisch verschwurbelten Scheiß daherkommen. Man muss diesen Kreisen noch ein paar Worte mit auf den Weg geben. Was diese Kreise immer wieder verschweigen, ist, dass auch Krieg zur Sicherung des Bruttosozialproduktes beiträgt. Wovon am Ende schließlich alle Deutschen etwas haben, also auch ihr Kritiker und Nörgler. Dass der totale Friedenseinsatz seit 98 das deutsche Bruttosozialprodukt gestärkt hat, ist uns zu verdanken. Was wir bei aller Bescheidenheit einmal festhalten wollen. Es ist unsere Leistung, dass unsere Jungs wieder am Balkan zeigen konnten, was deutscher Kruppstahl ist. In diesem Zuge war es taktisch ungemein wichtig, diesen Altballast, den Paragraphen 6 des Grundgesetzes, loszuwerden. Es ist ja wohl klar, ersichtlich, dass man nicht einerseits Krieg führen und gleichzeitig die resultierenden Flüchtlingsströme aufnehmen kann. Da braucht man ja gar nicht erst mit dem Krieg anfangen, so eine Scheiße. Die sollen zu Hause bleiben, die sollen die Kollateralschäden beseitigen und eine Demokratie aufbauen. Wir Deutschen haben das nach dem Krieg schließlich auch hinbekommen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn sie zu uns kommen und sich bei uns auf unsere Kosten einen feinen Lenz machen, sich in die soziale Hängematte packen. Das deutsche Volk hatte dies Anfang der 90er schon früh erkannt und ergriff Eigeninitiative. Das ist das Wort Flexibilität, Eigeninitiative. Flexibilität, Dynamik, Erfindergeist und Zuverlässigkeit waren die wegbereiten Eigenschaften, die das Vereinigte Deutschland aus der Taufe hoben. Sie zeigten sich beim konsequenten Protest der ehrlich arbeitenden deutschen Bevölkerung gegen den Anströmen von Asylbewerbern auf die Sozialsysteme. Sicher produzieren brennende Flüchtlingsunterkünfte keine schönen Bilder im Ausland. Verstehen können wir es trotzdem. Schließlich stehen wir für die ethnobiologische Reinhaltung der wahlberechtigten Bevölkerung und des deutschen Arbeitsmarktes. Aber Menschen anzünden, naja, das ist halt, das geht ein bisschen zu weit. Um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, aber auch um den Rechtsextremisten zu zeigen, dass wir es immer noch sind, die Tatsachen schaffen, stimmten wir im August 92 für die Änderung des alten Asylgesetzes. Ob politisch verfolgt oder nicht, wer auf der Flucht in unser Land mit dem Fuß den Boden eines anderen Staates nur berührt, hat sein Recht auf Asyl verwirkt. Wo kommen wir denn dahin? Unsere Maßnahmen und unser hohes Leistungsvermögen, was politische Flexibilität anbelangt, haben Deutschland daran gebracht, wo es heute steht. Wir waren es, die 92 klarstellten, dass die Rechtsextremisten ihren Wunsch nach einer Machtergreifung vergessen können, dass Asylbewerber draußen bleiben und dass wir die Stimme des deutschen Volkes sind. Denn Ausländer anzünden gehört sich nicht. Und wenn jemand sagt, Ausländer raus, dann legen wir auch immer noch fest, wie das läuft. Und nicht diese kahlgeschorenen Birnen auf der Straße in Rostock-Lichtenhagen. Wir haben das Ausländer raus weitaus eloquenter und zuverlässiger umgesetzt, als es die NPD seit ihrer Gründung jemals versucht hat. Denn wir haben 92 für die kompromisslose Änderung des Asylgesetzes zugestimmt. Von daher sagen wir, NPD-Verbot, SPD stärken, damit sind wir zwei Probleme los. Die Nazis und die Ausländer. Das ist Extremismus-Theorie par excellence. Weitere Fragen können Sie sich an unserem Informationstisch da hinten um die Ecke abholen. Oder hier.